Ja, und zwar ist das jemand, der sehr, sehr glücklich ist. Das ist nämlich Johann Wadephul, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag, aber eben auch Schleswig-Holsteiner. Auch hier waren Sie in der Fraktion. Das ist ein, Sie haben es eben gesagt, sensationelles Wahlergebnis, ja? Ja. Ja. Ein herausragendes Wahlergebnis für die CDU hier in Schleswig-Holstein, auch für die CDU Deutschlands. Über 40% werden wir erreichen können, wenn die Prognosen halbwegs stimmen. Ein persönlicher Erfolg für Daniel Günther. Und vor allen Dingen ist es Daniel Günthers Erfolg. Ne? Ja, natürlich. Regulär, er ist unser Ministerpräsident hier im Lande, regiert sehr erfolgreich. Jetzt in einer Jamaika-Koalition. Große Zustimmung in der Bevölkerung, die sich jetzt auch in Zahlen niederschlägt. Also klarer Regierungsauftrag für die CDU und für Daniel Günther. Und das freut uns. Und deswegen ein Dankeschön an alle Wählerinnen und Wähler. Ja, und jetzt hat Daniel Günther die Qual der Wahl, ne? Was würden Sie raten? Die hat man ja gerne. Ja. Also einen Regierungsauftrag nimmt man gerne an. Es ist viel zu tun in diesem Land, auch in den nächsten Jahren. Wir haben, was die Infrastruktur angeht, auch was weiterhin die Nutzung regenerativer Energiequellen angeht, hervorragende Chancen hier. Das sind Aufgaben, die können wir mit vielen Partnern anpacken. Wir haben sehr gut mit FDP und sehr gut mit Grünen zusammengearbeitet. Mit beiden wird man sprechen und dann wird man weitersehen. Was spricht denn für die FDP? Dass nämlich die Schnittmengen ja bekanntermaßen zwischen Liberalen und der Union größer sind als anderen? Ja, glaube ich, ganz automatisch. Das ist ja seit Jahrzehnten so, das ist beständig so. Das gilt auch für Schleswig-Holstein. Hat es auch was mit den Personen zu tun? Ja, natürlich. Wir haben mit Bernd Buchholz einen sehr erfolgreichen Wirtschaftsminister und Spitzenkandidaten. Wir haben mit Heiner Gark einen sehr verlässlichen Landesvorsitzenden auch der FDP, der hier Sozialpolitik gestaltet hat. Nicht ganz typisch für die FDP, aber auch mit den Fraktionen, mit der Fraktion der FDP haben wir gut zusammengearbeitet. Das heißt, hier gibt es eine langjährige Bekanntschaft und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die kann man sehr gut fortsetzen. Aber das hat sich auch gezeigt, das war vielleicht etwas überraschend, aber dass es auch mit den Grünen gut gelaufen ist in den letzten 5 Jahren hier. Da gibt es auch sehr, sehr gute Beziehungen. Robert Habeck kommt hier aus dem Land, war hier Landwirtschaftsminister. Ja, ist ja auch ein Wert an sich, ne? Also, ich denke, wir werden mit beiden Seiten sprechen. Aber Schwarz-Grün, da ist natürlich trotzdem Musik drin, auch wenn man vielleicht noch mal ein bisschen weiterdenken könnte, oder? Ja, aber ich glaube, in beidem wäre in jedem Fall Musik drin. Musik ist vor allen Dingen für die CDU drin, die hier einen starken Rückenwind bekommt insgesamt, auch als Partei. Da kriegt auch die Bundespartei aus dem nördlichsten Bundesland Rückenwind. Und natürlich vor allen Dingen unsere Freundinnen und Freunde in Nordrhein-Westfalen. Für Henrik Wüst ist das jetzt ein kleiner Booster. Naja, natürlich. Er muss jetzt Daniel Günther aber sofort zum Wahlkampf dorthin nach NRW. Das wird er machen, das hat er auch schon bisher gemacht. Wir werden dort unterstützen, aber ist vollkommen klar, das ist für die CDU ein politischer Booster. Und das ist natürlich auch für die SPD ein ganz großes Problem, die hier sehr schlecht abgeschnitten hat. Ja. Von einem Kanzlerbonus hat man hier übrigens nichts gemerkt. Der Kanzler war hier, hat auch sich mehrfach und auch andere SPD-Minister eingeschaltet. Friedrich Merz war nicht so häufig hier. Wie viel ist es denn auch sein Erfolg? Ich glaube, die Bundespartei hat ein Zeichen der Geschlossenheit gegeben. Das war sehr wichtig und das war ja unser ganz großes Problem in der Bundestagswahl. Und das ist der wesentliche Verdienst von Friedrich Merz, natürlich auch mit Markus Söder gemeinsam. Aber wir sind zusammengestanden, wir haben gute Oppositionspolitik gemacht in schwierigen Fragen. Ukraine-Politik haben wir ja durchaus harte Debatten auch mit der Bundesregierung geführt. Und das hat Friedrich Merz orchestriert und hier Spielraum geschaffen, dass ein Landespolitiker wie Daniel Günther sich profilieren konnte und die Landespolitik nach vorne stellen konnte. Und Daniel Günther ist jetzt auch überzeugter Merzianer. Sie arbeiten sehr gut und erfolgreich zusammen und haben ein gutes Vertrauensverhältnis gefunden. Das war nach den letzten Jahren nicht automatisch zu erwarten. Und es ist erfreulich und es macht uns stärker. Ich muss noch mal nach den Grünen fragen. Ich springe sozusagen wieder ein bisschen zurück. Ja? Weil nämlich, wenn das Ziel ist, in Schleswig-Holstein sozusagen das grüne Ruhrgebiet oder das grüne Musterländle zu werden, dann wären natürlich die Grünen die geborenen Koalitionspartner. Ja, es gibt für beide Seiten sehr, sehr gute Argumente. Es gibt hervorragende Argumente, mit den Grünen zusammenzuarbeiten. Was spricht denn gegen die Grünen? Also wo würden Sie denn sagen, habe ich ein bisschen lange Zähne? Ja gut, ich meine, es hat jetzt von Frau Heinold, der Spitzenkandidatin, Andeutung gegeben, man solle sich in einer künftigen Koalition festlegen auf Zustimmung im Bundesrat. Wenn die Ampelkoalition hat sich Schleswig-Holstein sich auffällig oft enthalten in der Vergangenheit. Ja, natürlich, aber das ist halt in allen Koalitionsverträgen so festgelegt, dass dann, wenn keine Einigkeit unter den Koalitionspartnern gegeben ist, man sich enthält.
Ja, wir haben trotzdem Herr Wadepohl, wir wollen gleich weiterreden, aber ja. Wir haben ein paar Bilder, wenigstens von den Grünen, von der Wahlparty.